Das ist Claire Cunningham, Ausnahmechoreografin und Kämpferin für Inklusion. In den nächsten 5 Jahren ist die Schottin Berlinerin, als Professorin für Choreografie, Tanz und Behindertenkunst am HZT. Eine Stelle, die extra für die Künstlerin geschaffen wurde, um ihre besondere Art des Tanzens in Berlin sichtbar zu machen. Ich konzentriere mich auf die Erfahrungswelt behinderter Menschen und wie es für sie ist, sich durch die Welt zu bewegen. Meine Arbeit ist geprägt von dem Wunsch, mehr Zugang in der Tanzszene zu ermöglichen. Seit ihrer Kindheit lebt sie mit einer Osteoporose-Erkrankung und ist auf Krücken angewiesen. Die hat sie ganz natürlich in ihre Tanzkunst integriert. Ich fühle durch meine Krücken, ich spüre sie durch den Boden und zum Beispiel auch den Schnee, der gerade überall in Berlin liegt. Ich sehe sie bis zu einem gewissen Grad als Teil meines Körpers. Mit ihren Studierenden arbeitet sie an neuen Ausdrucksmöglichkeiten. Vor allem die sogenannte Crip-Technik möchte sie weiterentwickeln. Eine Tanzkunst, die nach dem negativ besetzten Ausdruck Krüppel benannt ist. Es ist eine sehr politische Entscheidung, mich als Krüppel zu identifizieren. Mit dem Begriff wurden behinderte Menschen angefeindet, aber es gibt Bewegungen aus der behinderten Community, die diesen Begriff zurückerobern. Mit ihren Choreografien und Kursen trägt sie dazu bei. Es ist meine Leidenschaft, mich mit den einzigartigen Bewegungen von behinderten Tänzern auseinanderzusetzen und für sie neue Techniken zu entwickeln, die sie dann selbst verkörpern können. In ihren eigenen Werken hinterfragt sie die Wahrnehmung nicht-normativer Körper. Ihre Performance Thank You Very Much dreht sich um Elvis Presley-Double, die bis heute seine ikonischen Shows nachtanzen. Auch dabei geht es um Menschen, die ihr ganzes Leben versuchen, jemand anderes zu sein. Viele behinderte Menschen spüren den Druck, sich anders bewegen oder sprechen zu müssen, um so zu sein, als hätte man einen anderen Körper. Dieser Druck kommt aus der Gesellschaft und aus medizinischen Einrichtungen, die zum Beispiel Bewegungstherapien anbieten. Als Kind habe ich das selbst erlebt. Während ihrer 5 Jahre in Berlin möchte sie dazu beitragen, dass sich mehr Menschen mit Behinderung an Kunsthochschulen bewerben. Und es dann so wie sie selbst auf die große Bühne schaffen.